Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Salvete Spectatoris, zu einem neuen Let's Play-Projekt von mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Und heute spielen wir eine Runde Medieval 2 Total War. Ich bringe ja immer donnerstags und sonntags so Teile aus dieser, ja, in Anführungszeichen, sage ich mal, Klassik-Serie von Total War. Dazu gehören Rome 1 und Medieval 2, also so die älteren Teile auf jeden Fall. Empire vielleicht auch noch irgendwann mal, aber erstmal diese beiden Teile. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Historiker von Hause aus und spiele begeisterterweise Strategiespiele. Und ich rede auch immer über die Geschichte dieser Fraktionen, die wir hier spielen. Das werden wir heute übrigens auch tun. Bei Rome 1 habe ich jetzt mittlerweile fast alle Fraktionen durch. Deswegen habe ich gedacht, komm, wir wechseln jetzt mal ein bisschen ab und machen mal Medieval. Da habe ich auch schon zwei Let's Plays zu gemacht. So als kleine Info, Einzelspieler, große Kampagne übrigens. Bitte, und zwar mit Frankreich und mit Byzanz, aber insgesamt halt noch nicht so viel. Und heute spielen wir Sizilien. Viele wollten gerne mal Sizilien spielen. Wir spielen auf sehr schwer, auf der höchsten Schwierigkeitsstufe. Und das ist, glaube ich, eine sehr interessante Fraktion. Also man kann einen sehr coolen Power-Start hinlegen. Einerseits. Und man kann andererseits auch, oder man hat andererseits eine sehr schöne Geschichte hier in dieser Region Sizilien als Königreich. Übrigens hier 1080 nach Christus noch gar nicht existent. Das dauert, glaube ich, noch 50 Jahre, bis das wirklich offiziell auch ein Königreich ist. Es ist ja ein Reich, das im Zuge dieser normannischen Eroberungszüge entstand. Und vorher als Herzogtum eigentlich erstmal nur überhaupt anerkannt wurde. Es war ein ganz wichtiger Akteur im Machtspiel der Päpste und es war teilweise auch unter der Stauferherrschaft zumindest ein Teil des Heiligen Römischen Reiches. Auch das ist sicherlich ein interessanter Aspekt, auf den wir natürlich auch in historischer Breite eingehen werden. Aber jetzt erstmal am Anfang gar nicht so wahnsinnig viel zur Geschichte. Sondern lesen wir mal ganz kurz noch hier unsere Fraktionsbeschreibung durch. Die nimmt sich relativ kurz aus. Achso, für alle, die jetzt wissen wollen, wie man diese Fraktion hier freischaltet, ne, da gibt es zig Tutorials, aber ich versuche auch mein Tutorial dazu in der Videobeschreibung zu verlinken. Das funktioniert auch mit der Steam-Variante übrigens, wie ich das da mache. Benutzung auf eigene Gefahr und so, ne, das kennt ihr. Aber jetzt gucken wir erstmal in diese recht spärliche Fraktionsbeschreibung rein. Dank seiner Nähe zu Rom ist Sizilien bereits reich an Geschichte, doch unter den europäischen Mächten steht es noch als Jüngling da, also beziehungsweise jetzt eigentlich noch gar nicht, bestenfalls nur als Herzogtum, ne? Müsste ich jetzt gleich nochmal nachgucken, wann das überhaupt, ja, das wurde aber auch erst irgendwie im 12. Jahrhundert als Herzogtum anerkannt oder so. Aber immerhin, die Normannen hatten bereits zu diesem Zeitpunkt den Großteil Siziliens erobert, ne? 6 Jahre vor der erfolgreichen normannischen Eroberung Englands fand ihre erste wirkliche Inselinvasion gegen die Sarazenen statt, die damals Sizilien besetzt hielten, mit einer ansehnlichen Ermutigung durch das Papsttum. Ja, okay, 45 Regionen inklusive Jerusalem wollen wir halten. Gucken wir es uns mal an. Ach, das Intro spule ich übrigens vor, das ist ja immer relativ gleich, ne? Okay. Knister, knister. Wir haben eine, ich möchte mal sagen, interessante Konstellation hier. Nummer 1, das Schiff muss hier hin. Ja, mein Herr. Das Schiff muss hier nicht hin. So machen wir das bitte. Du besteigst bitte dieses Schiff und fährst hier rüber und holst dir nachher Kalyari. Marschiert! Ah ja, sehr gut. Es ist wichtig, dass ihr das Schiff in den Hafen stellt. Das ist wirklich wichtig. Dann verbraucht eure Armee nämlich weniger Bewegungspunkte. Und ihr könnt hier gleich ein sehr cooles Manöver machen mit Ajaxo. Das ist die Stadt hier oben, die wir gleich einnehmen werden. Und du kannst dich jetzt, das muss ich mir überlegen, du kannst dich schon mal hier hin in den Hafen stellen und wir rekrutieren hier einen Bauern. Den brauchen wir als Garnisonseinheit. Wir bauen hier übrigens die Minen. Wir lösen hier zwei Schiffe auf. Wir brauchen nur eins. Und dieses Schiff muss eigentlich nicht viel mehr machen, als Truppen hier hin und her fahren.
Setzen den Kurs, mein Herr. Ja, Herr. Du darfst den Spion mitnehmen. Unsere Prinzessin schicken wir hier hoch. Die soll Beziehungen mit dem Heiligen Römischen Reich knüpfen. Ja. Du gehst bitte an Bord des Schiffes. Wir lassen eine Einheit in Neapel zurück. Die brauchen wir als Garnison dort. Außerdem können wir dann den Steuersatz in die Höhe treiben. Wir bauen hier eine Rodung. Rekrutieren einen Diplomaten und einen Kaufmann. Mein Herr? Wir schicken unseren Priester hier rüber. Ja, Herr. Der muss nämlich bei Zeiten hier drüben Durazzo konvertieren. Wir brauchen auch noch, also ich habe vor, Tunis anzugreifen. Wir kriegen übrigens leider keinen Kreuzzug gegen Tunis. Das wäre mega cool, aber es geht leider noch nicht. Wir können aber dann hier nachher in Palermo eine Kirche bauen. Die ist sehr günstig, kostet uns wenig Geld und wir rekrutieren dann hier einen Priester und schicken den dann nach Tunis rüber. Wir werden in Tunis auf jeden Fall einen Priester brauchen. So, ich glaube, dann haben wir tatsächlich schon alles für die erste Runde, ne? Ist das korrekt? Ich bin Gottes Diener. Ich glaube wirklich, das war alles. Lass mich überlegen, Schiff haben wir auf. Einer, dann haben wir alles bewegt, ja. Nur um auf Nummer sicher zu gehen. Ja, mein Herr. Wir haben eine sehr mächtige Startposition. Das sieht gar nicht so mächtig aus, weil wir nur zwei Regionen halten. Aber wartet mal ab. Also so, die ist jetzt, die wird auch in einigen Augenblicken noch nicht so mächtig sein. Achso, bitte, ja, machen wir gerade eine Runde. Bitte die 2500, scheiße. Wir brauchen eigentlich die Kohle, okay. Wir bekommen, wenn wir Cagliari erobern, ein paar der besten momentan erhältlichen Einheiten. Das meinst du jetzt nicht ernst. Ja, normalerweise, wenn wir Durazzo erobern, kriegen wir 2500. Das ist so ein bisschen random, ne? Aber okay, wir nehmen das jetzt mal hin. Erteilt mir einen Befehl. Du gehst bitte hier hin und willst die Stadt hier belagern. Das ist da tatsächlich einer der wenigen Exploits, die ich benutze. Ich lade ansonsten aber echt nicht dauernd hin und her neu. Und ich habe mich zu weit bewegt, ne? Ich alter Eumel. Ja. Ich bin so ein Trottel, ne? Okay. Was wünscht ihr? Ja. Ja. Pass auf, du gehst hier hin. Bewegung! Ja. Ich bin ein Feld zu weit gesegelt. Also eigentlich müssten wir die Truppen hier ablagen. Aber es wird auch so gehen. Eure Befehle. Ja, du hier hin bitte, ne? Befehle. Den Sergeant hier oben hin. Den Berittenen. Auch hier belagern. Ja, mein Herr. Und die Armee bitte hier hin. Marschiert! Eure Befehle. Volle Segel. Du kannst eigentlich hier bei Cagliari warten. Ja. Ja, mein Herr. Du segelst bitte ein Feld weiter runter. Ich bin echt ein klitzekleines bisschen zu weit. Okay. Ja. So, auf das Schiff nach Ajaxo und dann ab hier hoch. Da braucht man nämlich eine Garnisonseinheit. Ja, geh du mal. Ich fände Bauern eigentlich gar nicht so verkehrt, wenn wir einen Bauern bekämen. Wenn wir Ritter bekommen, müssen wir die auflösen, weil die werden uns ja die Haare vom Kopf fressen. Die sind viel zu teuer. Also die Prinzessin weiter hoch Richtung Bologna. Den Diplomaten hier rüber Richtung Papst. Den Kaufmann hier drüben auf die Schafe. Oh wow, 16 Gulden. Der ist echt talentfrei, der Typ. Aber egal. Ja. Ja, mein Herr. Schade eigentlich. Aber okay. Gut. Also ja, hier rüber. Herr. Die Truppen in Durazzo bitte hier absetzen. Anlanden. Was wünscht ihr? Den Spion schickst du mir bitte hier hoch. Der darf so ein bisschen gucken, was Venedig hier oben macht. Du rekrutierst bitte diese beiden Bogenschützen. Und dann greifen wir Durazzo an. Hier werden wir dem Feind entgegentreten. Belagere die Siedlung, mein Herr. Männer, bringt unserem Volk den Sieg oder irgendwie sowas. So, die Kaff kommt hier rüber. Die Kaff kommt hier hin. Die Inf, die stellen wir noch ein bisschen weiter hier rüber. Und die Bogenschützen, die stellen wir hier auf. Plänkelmodus können wir ruhig anlassen, das ist eigentlich relativ wumpe. Du gehst mal so langsam hier vorne hin. Du bewegst dich. Ich brauche dich hier vorne hin. Und ihr
geht bitte hier hin. Jetzt machen wir erstmal 6-fache Geschwindigkeit. Das dauert jetzt ein kleines bisschen. Ja, wir müssen ein bisschen weiter vor. Unsere Einheiten können nämlich jetzt hier auf die Bogenschützen schießen. Eigentlich dürften die nicht auf uns schießen können. Ja, vielleicht tun sie es trotzdem noch. Ja, wenn wir da ein bisschen was verlieren, ist das gar nicht so schlimm. Wir müssen etwas unternehmen. Komm mal da vorbei. Gar nicht so entscheidend, was der macht. Wichtig ist, dass wir ihm die Einheiten wegschießen. Er hat die Hälfte seiner Männer verloren. Der hat irgendwo noch eine Bogenschützeneinheit stehen. Wo ist sie denn? Wow, der macht noch Kills, ne? Das ist schon unverschämt, der Bruder hier. Klassisches Problem bei dem Spiel. Na komm. Wir sind gesegnet. Ah ja, sehr gut. Der feindliche General ist tot. Wir haben den Idioten zur Hölle geschickt. Ja, der Rest ist jetzt relativ easy. Ja, ein paar Einheiten verloren ist okay. 10 Bogenschützen machen jetzt nicht so viel aus. Dann schießen wir hier noch auf den. Den wollen wir auch noch ein bisschen dezimieren. Mal hier hin. Ernsthaft jetzt? Herr, unsere Männer haben das Kommando über die Stadt. Die Schlacht steht die gesamte die Schlacht stand wirklich zu unseren Gunsten. Wir heute errungen haben. Ja, der General wird sich wieder auffüllen. Das ist das Gute an der Sache. Wir haben keine Gnade gezeigt. Ich hätte natürlich mehr rausholen können. Wir haben sie zerschmettert. Dieser Ort ist euer, mein Herr. Ich hätte natürlich mehr rausholen können. Ja. Eure Befehle. Bei den Söldnern. Ja, wir fahren auch direkt ein Stückchen rüber. Eigentlich reicht das hier schon. Auch hier wollen wir die Bevölkerung ein bisschen mehr wachsen lassen. Ne, ihr seht hier, wir haben hier wenig katholischen Einfluss. Ja, mein Herr. Und das war es dann auch eigentlich. Ne, ihr befindet euch bereits in Position. Ja, edler Herr, du redest nächste Runde mit dem Papst, du redest nächste Runde mit denen da oben, du stehst auf dem Feld und so weiter. Man kann auch hier einen besseren Kaufmann kriegen. Ihr seht, der hat einen. Ne? Man kann auch einen Kaufmann kriegen, der hat 2 Skillpunkte, dann kriegt man hier 24 Gold oder irgendwie sowas. Das wäre hier natürlich wünschenswerter, ne? Aber das Spiel meint diesmal echt nicht gut mit mir. So, der macht jetzt einen Ausfall. Wichtig, wie gesagt, dass man diese eine Belagerungseinheit, dass man da eine reguläre Truppe nimmt und keinen General. Bringt euch in Stellung, Männer. Dieser Tag und General wird er keinen Ausfall machen. Das muss irgendwie eine Kavallerienbogenschütze oder irgendwie eine normale Infanterie sein. Das ist die ungünstigste Wettersituation, die wir haben können, leider. Also sag mal, heute RNG ist nicht mein Freund, ne? Ja, die KI wird jetzt aus der Stadt rausrennen. Leider ist sie nicht so schlau. Aber ihr wisst ja, ich bin eh nicht so der Riesenfreund von Stadtbelagerungen. So, und jetzt geht's mal auf da hoch. Wir laufen jetzt erstmal zu unserer Armee.
folgt der Einheit doch einfach mal. Was jetzt bitte da raus? Im Moment liegt der Schlachtenglück bei uns. Ja. Beten wir, dass das so bleibt. Unser Gegner kommt nämlich auch gleich. Ne, wobei, positioniere dich mal hier. Die sind ein bisschen komisch gelaufen, die Einheiten. Macht jetzt aber nichts. Brandpfeile anmachen. Ich habe übrigens die eingeschränkte Kamera drin. Warum nicht, ne? Der feindliche General, der allmächtige sei. Und dann haben wir die Stadt schon erobert. Ja, genau, das ist kein Witz. Der Tag gehört uns, Herr. Der Feind ist besiegt. Der Feind ist jetzt auch euer untergebener Herr. Durch unseren Sieg. Willi will's nochmal wissen. Nachtangriffe bringen hier übrigens nichts, ne? Dann, wenn ihr Nachtangriffe macht, dann habt ihr einfach nur keine Truppen dabei. Das hier könnte ein bisschen kniffliger werden, weil ich es hier ver... Mann, ja, unsere Verstärkung kommt komplett. Okay, sie kommt nur auf der anderen Seite der Stadt. Also, gib Gas, Junge. Im Moment liegt der Schlachtenglück bei uns. Beten wir, dass das so bleibt. Jo. Beten, Junge, beten, ne? Ich meine... Hallo? Oh, nee, du Depp, hast die falsche Formation angemacht. So, dann lassen wir unsere Einheiten mal in Position gehen. Isländische Rebellen, das dürften dann also auch, das dürften also auch Normannen sein. Steht zu unseren Gunsten. Wenn wir Stand haben, nur noch die Hälfte der weiblichen Streitmacht ist übrig. Muss man gerade gucken. Ah ja, doch, gut. Ja, okay, cool. Ich dachte, da wäre... Doch, da ist ja noch einer, ne? Will ich gerade sagen. Der allmächtige sei. Und da beenden wir die Schlacht auch. Und dann gehört uns die Siedlung auch. Ja, ich bin im ersten Part ziemlich zeiteffizient und gehe da nicht so auf die Schlachtendetails ein. Das sind ja auch keine spektakulären Schlachten oder Herausforderungen irgendwelcher Natur, ne? Sondern hier wollen wir ja auch ganz gezielt mit maximaler Effizienz vorgehen. Jetzt will ich erstmal meine Belohnung hier sehen. Kriege ich die erst nächste Runde? Oh, das ist aber gemein. Wir sind die stärkste Seite übrigens. Baubericht.
Minen und Rodung. Mein sind Herr. Fertig. Ja. Da ha. Bringst mir ein Fuvi mehr. Das ist tatsächlich nicht so wahnsinnig viel, ne? Du brauchst hier bitte die Kirche. Eure Befehle. Ja. Mein Herr, Untersuchung gestartet. Ja, wir könnten natürlich hier auch so einen Wachturm hinbauen. Eure Befehle. Das ist aber tatsächlich nicht das Sinnvollste, was wir mit unseren Truppen machen können. Ja. Ja, mein Herr. Ja, mein Herr. Du landest jetzt erstmal hier. Dann gehst du hier hin und nimmst bitte den Priester mit. Ja, mein Herr. Setzen den Kurs, mein Herr. Ja, mein Herr. Setzen die nächste Runde hier ab. Wir gehen. Befehle? Und jetzt läufst du bitte hier hin. Soll ich jemanden aufsuchen? Bin unterwegs. Ich werde einen Vorschlag für mein Volk. Und er kriegt Handelsrechte für einen Taui. Ich sehe hier, hat euer Anführer noch andere Vorschläge? Ja, du kriegst noch meine Karteninfo für 500. Das klingt verlebt wohl. Ich verkaufe die immer deswegen weiter, weil Karteninfos. Die bringen mir echt einen feuchten Furz, ne? Ich meine, was will ich mit den Karteninfos? Die KI weiß eh, wo alle meine Einheiten sind, ne? Insofern ist das also absolut hinfällig. Okay. Er teilt mir einen Befehl. Marschier! Befehle? Ja, Herr. Herr, schließe mich der Flotte an. So, dann segelst du jetzt bitte. Ich muss meine Truppen hier drüben abladen. Setzen den Kurs, mein Herr. Alles an die Küste. Du bist nämlich Florenz. Was wünscht ihr? Ja, ahnt schon, was ich vorhabe. Und du gehst bitte jetzt nur ein Feld weiter nach vorne. Heute können wir nicht eure Befehle. Und du. Ja, mein Herr. Du musst bitte den Bruder nach Ajaxo schicken. Das ist unsere Garnisonsfigur. Ja, ja, ich weiß, Galeonsfigur würde man jetzt eigentlich erwarten, aber das ist tatsächlich, der macht nichts mehr, als jetzt nur das Ding hier zu garnisonieren. Ja. Was wünscht ihr? Ich wünsche mir, dass du erstmal hier in die Stadt gehst. Und dann mit der kompletten Truppe hier rüber schlawinerst. Ja, das Ding bauen wir um in eine Stadt und das Ding bauen wir um in eine Stadt. Das hat den Vorteil, dass wir hier nachher mehr Kohle bekommen und du holst mir bitte noch einen Bauern. Und jetzt seht ihr hier mein großes Problem mit dieser Kavallerie. Die ist einfach halt, das ist meine Belohnung übrigens, ne? Aber ich weiß, es tut weh, aber ich muss sie auflösen. Kostet eine Einheit 250 im Unterhalt. Wir haben so wenig Kohle am Anfang, ich kann mir das leider absolut nicht leisten. Beim besten Willen nicht. Ja. Ja, mein Herr. Es geht weiter. Ja. Befehle? Befehle? Ja. Setzen den Kurs, mein Herr. Tunis ist. Befehle? Ja. The place to be. Befehle? Eure Befehle? Sorry für die kurze Unterbrechung. Ja, also auch hier machen wir gleiches Befehle? Spiel wie vorhin. Nee, warte mal, stopp, du gehst ja nicht. Du gehst. Mir einen Befehl. Nach Tunis. Und belagern. Ja. Und hier. Diese Armee bitte. Ich kann hier dummerweise. Ich will eigentlich nicht diese. Aber es wird, glaube ich, egal. Ne? Ich kann auch das Symbol auswählen. Ja. Die nächste Rebellensiedlung ist da unten. Ja. Ich muss aber überlegen, wie ich jetzt den Bauern im schnellsten Fall darüber komme. Also Tunis wird direkt fallen, ne?
Befehle? Na, du kannst mir in 2 Runden halt den Bauern nach Cagliari schicken. Ja, mein Herr. Eure Befehle? Was wünscht ihr? Das ist aber vielleicht jetzt nicht unbedingt die... Ja, mein Herr. Nummer, wie ich das will. Ich möchte auf der anderen Seite hier jetzt auch nicht 520 Gulden für ein Schiff ausgeben. Das ist halt sehr, sehr, sehr viel Geld, ne? Euer Befehl? Ja, mein Herr. Wenn wir wenigstens einen gescheiten Händler gekriegt hätten, dann hätten wir mehr Geld in der Tasche. Ja, mein Herr. Ich komme sowieso nicht sofort nach Cagliari. Ich kann es mir eigentlich abschminken. Ja, bitte mein Herr. Hier hin. Ja. Ich brauche mindestens 2 Runden. Volle Segel. Wir werden tatsächlich nur dadurch ausgebremst, dass unsere Bewegungsreichweite bei der Flotte halt begrenzt ist, ne? Oh, da gab es eine Revolte. Echt jetzt? Mist. Ah, ja, ich konnte, glaube ich, auch die Steuern nicht anpassen, ne? Ja, hau direkt mal wieder ab, Junge. So, der knüppelt einmal auf den. Okay. Ey, du hast meinen Diplomaten rübergeschubst. Heutige Reise. Aha, okay. Dann macht direkt den Typen da platt. So, und jetzt kommt hier der Ausfall. Von dem Langnasenhirsch hier, der sich einen Schatten ins Gesicht gezaubert hat. Die Truppen stehen bereit. Möge die Schlacht beginnen. Das Gute ist halt, dass die ganzen Städte in unserem Nahfeld sehr wenig Garnison haben. Wir kämpfen, glaube ich, komfortabler auf der Seite da drüben. Die Schlacht scheint sich zu unseren Gunsten zu wenden. Würde ich auch behaupten. Das könnte ein Sieg werden. Der redet so halb Französisch, halb Italienisch oder irgendwie sowas. Hier hin. Wir müssen eigentlich nur ein halbwegs brauchbares Terrain finden, wo er nicht so unglaublich schnell wieder in seine Stadt reinkommt. Brandpfeile sind sehr wichtig, weil die Moral der feindlichen Einheiten stark in Mitleidenschaft ziehen. Es ist unklug, den Tag vor dem Abend zu loben. Aber unsere Männer gewinnen die Schlacht und schmieden einen würdigen Sieg. Der Feind flieht. Und damit haben wir diese Stadt auch eingenommen. Der Tag gehört uns, Herr. Der Feind ist besiegt. Der Feind ist jetzt auch euer untergebener Herr. Tirano Tomacelli. Vielversprechender Kommandant Edel im Kampf. Prinz Simon. Das bist du. Den kriegen wir da oben. Das wäre gar nicht so verkehrt, noch eine weitere Einheit da oben gegen Florenz zu haben.
Das sind feine Namen unseren Toren der Reichsstadt vor dieser abgesandten Schule. Heiliges Römisches Reich, alles klar. Ja. Das kriegen wir aber hin, indem wir mit dem Steuersatz runtergehen. Das ist übrigens auch RNG, ne? Das kann passieren, dass man keine Revolte kriegt in der ersten Runde. Das kann tatsächlich sein. Eure Befehle! Okay. Ja, Rundenbericht ist klar, ne? Größte Seite sind wir immer noch. Stärkste Seite ist das Heilige Römische Reich. Baubericht schenken wir uns. Abgeschlossen. Und Aufstand, ja. Gut. Und hier würde ich eigentlich auch sagen, wir bauen hier eine Ortschaft. Dann haben wir aber insgesamt ein bisschen zu wenig Cash. Ach, und du bist hier gespawnt jetzt. Okay, in der Hauptstadt also. Befehle? Very interesting. Ja, mein Herr. Ja, lad mal bitte den Pister hier ab. Es gibt auch übrigens zahlreiche RNG-Exploits, ne? Also ich, ne, man könnte zum Beispiel hier durch permanentes Speichern neu laden und so könnte man zum Beispiel so Sachen beeinflussen, ob aus dem jetzt ein Ketzer wird oder nicht und lauter so ein Zeug. Also ja, auch da gibt es zahlreiche Möglichkeiten, Exploits anzuwenden. Ich will es wirklich auf ein Mindestmaß begrenzen. Ich bin bereit zu handeln. Nicht bereit zu handeln. Dann bleib mal da stehen. Ich hätte den echt gut hier oben gebrauchen können. 4 Einheiten gehen aber auch. Also Florenz holen wir uns nächste Runde und dann haben wir echt ein Powerhouse schon. Dann müssen wir verwalten, ne? Wir holen uns noch eine weitere Siedlung übrigens. Das wird ein bisschen schwieriger. Zeigen wir mal ganz kurz. Ich kriege ja auch wieder nur Schiffe, ne? Und hier ist meine Kaff drin. Die eine Kaff brauche ich aber. Eure Majestät, mein Herr. Falsch. So, bitte. So. Kaff, bitte, komm mit. Und den schicken wir gleich hier runter. Hab den Namen vergessen, wie die Siedlung hier unten heißt. Die holen wir uns auf jeden Fall auch. Ach so, Moment mal, das könnten wir mal gerade hier. Das können wir über den Papst, kann man das aber nachgucken. Ne, Antioch ist es nicht. Riga und Vilnius ist es mal auf jeden Fall auch nicht. Bagdad, Tiflis ist es auch nicht. Oh, nee, ist echt nicht dabei, ne? Schade, schade, schade. Schade, Schokolade. Okay. Ja, mein Herr. Aber wir haben in 2 Runden hier unten noch eine weitere Siedlung. Das hier ist ja eine Riesenprovinz. Die geht hier bis nach Ägypten irgendwie rein. Ja, und dann haben wir hier echt eine schöne Anzahl an Städten, wo wir wirklich viel machen können. Und dann können wir, und dann haben wir sehr viele Provinzen eingenommen und können fast schon ein bisschen slowplayen. wenn uns Venedig nicht einen Strich durch die Rechnung macht, die erklären einem nämlich mal ganz gerne den Krieg. Ich wünsche euch alles Gute und sage mal's gut bis zum nächsten Part. In diesem Sinne erstmal Pax Vobiscum und Valete. Achso, Moment. Historische Hintergrundinfos gibt's noch. Ja, reden wir noch ganz kurz über die Geschichte dieses Königreiches Sizilien, das wir ja in einer gewissen Art und Weise hier wieder erstehen lassen. Tatsächlich gab es beim Königreich Sizilien ja selten nur eine Herrschaft, die nur auf die Insel Sizilien eben beschränkt geblieben ist. Häufig hatten die Könige Siziliens auch Festlandbesitzungen auf der Apenninhalbinsel und tatsächlich, auch wenn diese Könige dort keine Besitzungen der Insel mehr hatten, blieb der Titel als König Siziliens trotzdem noch erhalten. Das hat natürlich was mit den jeweiligen Gebietsansprüchen zu tun, die in Sizilien oder mit dem Titel König von Sizilien verbunden waren. Und dazu gehörten zum Beispiel eben auch Durazzo, also hier diese Region hier. Und dazu gehörten sogar Teile Griechenlands. Aber auch hier, Teile Tunesiens wurden erobert und bildeten einen Teil des sizilianischen Königreiches. Wobei jetzt hier unsere Eroberung von Korsika und Sardinien ist jetzt nicht so der typische Herrschaftsbereich. Da haben sich die Normannen vielleicht, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, da haben die sich vielleicht auch niedergelassen, aber das war nicht Bestandteil des Königreichs Siziliens. Was lässt sich dazu noch sagen?
Ich habe das ja bereits angedeutet, es geht auf die Eroberungen der Normannen zurück. Die Normannen haben ja in Süditalien viele Gebiete erobert. Das stellte übrigens auch die Wünsche, eine Reichseinheit wiederherzustellen, wie das ja viele Kaiser im Mittelalter hatten, immer wieder vor große Herausforderungen. Weil das mit den Normannen nicht so zu machen gewesen wäre. Auf der anderen Seite wurden die Normannen ja aber auch ein wichtiger Bündnispartner. Das stand ja auch so bereits in unserer Fraktionsbeschreibung. Gegen die Herrschaft der Sarazenen in Süditalien. Bei den Sarazenen ist man sich übrigens, glaube ich, ich muss das nochmal nachgucken, aber ich meine mich daran zu erinnern, dass man sich da auch gar nicht so einig war, was das jetzt genau für ein Volk gewesen ist. Wahrscheinlich war das ein Sammelbegriff für verschiedene Völker. Tatsächlich führte aber diese wechselnde Herrschaft dazu, dass Süditalien und insbesondere die Insel Sizilien ein sehr multikulturelles Gepräge erhalten haben. Teilweise eben sarazenisch geprägt, teilweise normannisch geprägt und dann natürlich eben noch italisch geprägt. Damit einhergeht also eine neue Form der Herrschaftsbildung durch Roger den Ersten oder Roger den Ersten, ich nenne meistens Roger, also naja, genauso wie man die wie ich die Plantagenets Plantagenet nenne und nicht Plantagenet, ne, auch wenn die natürlich französische Ursprünge haben. Da gehen wir vielleicht übrigens auch nochmal drauf ein an gegebener Stelle. Also Roger der Erste begründet eigentlich die Herrschaft in Sizilien. Erobert fast komplett Sizilien. Also ich glaube bis 1180, wenn unser Spiel startet, ist nur so ein kleiner Gebiet hier am Südzipfel noch nicht erobert. Aber alle wesentlichen Besitzungen gehören bereits den Normannen. Stellt sich natürlich die Frage, wie haben die das gemacht? Also so unterschiedlich. Ne? Einerseits muss wohl der Kampf gegen die Normannen bei den Gegnern immer für starke Demoralisierung gesorgt haben. Das ist das eine. Also sie hatten wohl den Ruf, eben schreckliche Krieger zu sein. Man darf allerdings auch sagen, die Normannen waren zumindest, oder Roger der Erste, Roger der Zweite, müssen wohl auch sehr fähige Feldherren gewesen sein, die wussten, wie man sehr geschickt Kavallerie einsetzt, schwere Reiter vor allen Dingen und müssen auch gute Taktiere gewesen sein. Anders lässt sich sowas auch, glaube ich, nicht erklären, denn sie haben wirklich in sehr kurzer Zeit Sizilien eingenommen. Das ist alleine mit einer Schwächung der Sarazenenherrschaft wahrscheinlich auch nicht zu erklären. Aber da gehen wir vielleicht nochmal an einer anderen Stelle drauf ein. Ja, sie werden ein wichtiger Spielball im Mächtespiel der Päpste. Ihr erinnert euch vielleicht so an diese Zeit des 12. Jahrhunderts mit Papst und Gegenpapst. Die Päpste selbst betreiben ja eine aktive Machtpolitik, mischen sich aktiv ein, suchen wechselnde Bündnisse. Immer wieder werden Päpste nicht anerkannt oder erkennen sich gegenseitig nicht an, wie zum Beispiel auch in diesem Fall Anaklet der Zweite. Und, oder Anaklet der Erste, jetzt muss ich mir überlegen, doch Anaklet der Zweite und Innozenz der, oh Gott, ja, bei den Nummerierungen komme ich immer durcheinander, ich glaube Innozenz der Zweite. Innozenz wird aus Rom vertrieben, muss flüchten, schließt später tatsächlich sogar noch ein Bündnis mit den Normannen, das ist sehr interessant im Vertrag von Benevent. Das sorgt, Entschuldigung, ich glaube, ich habe das falsch erzählt. Nee, Anaklet der Zweite schließt ein Bündnis mit den Normannen und Innozenz der Zweite schließt das Bündnis mit den römisch-deutschen Herrschern, um sich eben in Italien weiter dauerhaft festigen zu können. Ne? Also römisch-deutsche Herrscher, das Königtum, damals nennt man da das römisch-deutsche Königtum. Später fällt Sizilien dann unter die Herrschaft der Staufer und darauf folgend dann unter die Herrschaft von Karl von Anjou. Das ist eine ganz schillernde Herrscherpersönlichkeit im Mittelalter, über die ich auch schon ein paar Mal gesprochen habe. Erstmal muss man sagen, mit Wilhelm II., der stirbt 1189, damit stirbt auch das Herrscherhaus im Mannesstamm aus, das Herrscherhaus Urville. Und Erbansprüche meldet dann Heinrich VI. An, der ist mit
Konstanze von Sizilien verheiratet. Das ist eine Tante von Wilhelm II. Und das ist die nächste lebende Verwandte, die da noch einen Anspruch haben könnte. Tatsächlich geht der Adel Siziliens aber hin mit Unterstützung des Papstes und legitimiert einen anderen Herrscher, Tancred von Lecce, der sich aber nicht dauerhaft halten kann. Er stirbt 1194 und Heinrich schafft es dann tatsächlich, die Widerstände zu beseitigen und auch den Nachfolger Tancreds Wilhelm III. Zu verjagen oder zu besiegen auf jeden Fall und sichert damit 1194 die Stauferherrschaft über Sizilien. Und die dauert dann bis ungefähr, die dauert dann ungefähr 60 Jahre an. In den 50er Jahren ist die Stauferherrschaft allerdings schon geschwächt. Friedrich II. Wird von Papst Innozenz IV. Auf dem Konzil von Lyon als König von Italien offiziell abgesetzt, was natürlich keine weltpolitische Auswirkung in Sizilien, oder keine, oder sagen wir mal so, nur geringe politische Auswirkungen in Sizilien erstmal selbst hatte, denn tatsächlich kann sich Friedrich da ohne Probleme eigentlich halten. Das wird aber zum Problem, als Konrad I., sein Sohn, die Herrschaft antritt und insbesondere dann Konradin oder Konrad II., ne, der Sohn von Konrad I., der dann eben noch unmündig ist. Und dann merkt man auch tatsächlich einen großen Widerstand, insbesondere im sizilianischen Adel. Der Vormund Manfred, der von Konrad I. offiziell legitimiert wurde als, oder der generell als Sohn Friedrichs legitimiert wurde, der übernimmt die Regentschaft und muss sich dann in heftigen Erbfolgestreitereien insbesondere mit den Anjou eben auseinandersetzen und vor allen Dingen auch mit den englischen Thronprätendenten und unterliegt schlussendlich in der Schlacht bei Benevent, wird auch getötet. Und 1268 versucht Konrad hier nochmal Sizilien zurückzuerobern, schafft das aber auch nicht und wird dann in Neapel schließlich hingerichtet. Und damit bleibt Sizilien dann erstmal unter der Herrschaft der Anjou. Sizilien probt aber den Aufstand gegen die Anjou im 13. Jahrhundert, ausgehenden 13. Jahrhunderts, also kurz nachdem die Anjou überhaupt die Herrschaft angetreten haben. Und daher kommt auch unser Wappen, auf das ich jetzt noch ganz kurz eingehen will. Das machen wir jetzt noch kurz an der Stelle, weil ihr fragt euch vielleicht, hä, warum sind denn da so drei Beine drauf? Das sieht ja irgendwie komisch aus. Diese Flagge Siziliens, das ist übrigens ganz merkwürdig, auch die Stadt Füssen hat übrigens so ein ähnliches Logo. Und Isle of Man, glaube ich, auch. Die haben auch so, die haben auch drei Beine da drauf. Das ist ein ganz altes Symbol. Das steht für den Lebensweg, oder für die Sonne auch irgendwie, so wie die Sonne eben sich ewig am Himmel entlang bewegt. Das ist also so, ne, so ein Symbol auch für Ewigkeit. Und in der Mitte war ursprünglich mal der Kopf der Medusa abgebildet. Später hat man dann die Ackerbaugöttin Ceres gewählt. Das ist ja eine etruskische und römische Göttin auf jeden Fall. Also auf jeden Fall eine römische Göttin. Ich glaube, es ist auch eine alte etruskische Gottheit, bin mir da aber nicht mehr ganz sicher. Und dann sind dann auch noch so ein paar Weizenähren dabei. Daher kommt tatsächlich diese Flagge. Und das war eine Flagge, die von den Städten Palermo und Corleone verwendet wurde, die versucht haben, die Unabhängigkeit gegen die Anjou eben zu erstreiten. Ja, und mit diesem historischen Ausblick möchte ich das jetzt einfach mal für heute bewenden lassen, sonst wird der Part auch so unfassbar lange. Wir sehen uns am, ja, heute ist Donnerstag, ne? Wir sehen uns am Sonntag wieder. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dahin sage ich Pax Vobiscum und Valete.